Hallo, ich bin hier am zweitgrößten Busbahnhof von Griechenland, Station Kifissos. Das Internet sagt, dass hier zwischen 27.000 bis 55.000 Passagiere täglich abgefertigt werden. Der ist schon recht alt, aber er hat Charme. Ich zeige euch das mal ein bisschen hier. So, hier sind die Busse. Einmal rundum. So. Und es ist von den Preisen her, also hier gibt es ja auch so Shops und Cafés und kannst was zu essen kaufen, kannst auf Toilette gehen. Und das sind etwa nur 60% der Kosten, wie bei uns zum Beispiel in Frankfurt. Also das ist nicht schlecht. Vor mir ist auch eine große Tafel, eine Anzeige mit den verschiedenen Stimmungsorten dieser Überlandbusse. Das sind, glaube ich, etwa 80% werden von hier aus bedient. Ich zeige euch das gleich mal, drehe das mal um. Hier ist die Anzeigetafel, die seht ihr. Und es sind hier etwa, ich glaube, es sind 38 Bussteige aufgeführt. So, hier ist alles vorhanden. Hier sind auch Taxis. Ihr seht, die Halle ist... Hoppla, der scheint auf mich zu warten. Danke. So, so sieht diese Halle aus. Gehen wir mal in meine Richtung zu Bahnsteig 10 nach Prevesa. Ich habe hier noch über eine Stunde Aufenthalt und werde nachher auch mal das WC benutzen. So. Es ist jetzt hier nicht so viel los, also es ist nicht richtig crowded, überfüllt, alles ist relativ ruhig. Und noch eine interessante Sache, hier gibt es zu jedem Bahnsteig so ein kleines, sag ich mal, so einen Raum mit der entsprechenden Verkehrsgesellschaft. Und die nehmen auch Pakete an. Also es ist, also diese Überlandbusse, mit denen kannst du auch einfach Waren oder ja, Güter verschicken und auch hier abholen. Also das wäre, glaube ich, bei uns in Deutschland nicht möglich. Da würde gleich die Post sagen, hier, das macht uns Konkurrenz. Und ja, schöne Sache. Hier ist also Multifunktion. Hinter mir übrigens ein Buchladen, wo es teilweise offenbar auch gebrauchte Bücher zu kaufen gibt. Ich habe mal auf die Preise geguckt, die sind recht hoch, also Kochbücher für 25 Euro. Bücher, die ich bei uns in Deutschland auf Booklooker für 25 Cent verkaufen kann, werden hier für 5 Euro angeboten. Also es scheint möglicherweise so sein, dass die Griechen auch noch mehr lesen und vielleicht auch bereit sind, mehr Geld für die Bücher zu bezahlen. Hinter mir übrigens auch nochmal interessante Abteilung, das sind alles griechische Freiheitshelden, also so dieser Patriotismus ist auch im Jahr 2024 mittlerweile wohl immer noch, zumindest bei der älteren Generation, up to date. Und hier hinter mir ist auch der Eingang so eines Aufenthaltscenters, sag ich mal, da kann man die Fahrkarten kaufen, da kann man auch, gibt es auch Geschäfte, gibt es auch einen Aufenthaltsraum. Und ich gehe jetzt einfach mit euch da mal rein. So, gehen wir mal rein. Gucken wir mal, was es hier alles gibt. Geschäfte gibt es hier. Also das ist eigentlich gar nicht schlecht. Soll abgerissen werden, ich glaube nächstes Jahr. Und soll woanders neu entstehen. Finde ich ein bisschen schade, denn es hat auch Charme. Hier ist zum Beispiel so eine Halle, da kann man warten, aber auch sich etwas zu essen kaufen. So, gehen wir weiter. Hier ist die Schalterhalle und es ist so, dass jede Buslinie praktisch ihre eigene Organisation hat. Also du musst hier, je nachdem, wo du hinfährst,
verschiedene Tickets kaufen hier. Wie gesagt, hier hat jede Buslinie ihr eigenes Verkaufsbüro. Und ihr seht, das sind so kleine Schalter. Und ich fürchte, das wird auch bald der Vergangenheit angehören, wenn du nämlich gar keine Tickets mehr direkt kaufen kannst, sondern das online machen musst. Aber jetzt gibt es das noch. Ja? Man kann mit den Menschen reden, man kann hier ein Ticket kaufen, face-to-face und den Menschen begegnen. Ist eine schöne Sache. Interessant ist, ich habe hier einen Mann getroffen, der sammelt Plastikflaschen ein. Das sind keine Pfandflaschen, sondern er sammelt nur den Kunststoff ein, um wahrscheinlich den Kunststoff zu verkaufen. Hat ein gutes Auto geparkt hier in dem Busbahnhof. Das ist wohl sein zentrales Lager und es scheint sich zu lohnen. Also er schreibt zum Beispiel auch von solchen Tetrapack-Flaschen, schraubt er dann nur die Deckel ab und sammelt die ein. Und ich bin jetzt an einem Eingang dieses Busbahnhofs und hinter mir ist der Verkehr, der flutet hier auf mindestens 9 Spuren hinter mir. Da ist richtig was los, das ist so autobahnähnlich, könnt ihr sehen.